Kranzniederlegung auf dem Blankenburger Friedhof. Gedenken an den 100. Todestag von Karl von Müller. Der Blankenburger Waldfriedhof ist ein Kulturdenkmal und regionaler Spiegel deutscher Geschichte. Und Karl von Müller ist ja nur eine bekannte Person aus Blankenburg. Und der Herr Lautsch, Herr Funk und ich, wir hatten uns mal zusammengetan, um die Geschichte von Herrn Müller aufzuarbeiten. Und wir haben uns auch, viel zusammengesucht. Und heute ist ja mal so ein Tag zum 100. Todestag, dass wir hier uns wiederfinden. Das war auch ein Anlass für Schüler des Gymnasiums am Tee, sich mit der Historie einiger Persönlichkeiten näher auseinanderzusetzen. Karl von Müller ist als Kapitän des Kreuzers Emden eine international über seine Lebenszeit hinaus bekannte, aber heute umstrittene historische Person. Sein Lebensweg ist ein Spiegelbild der Politik des Deutschen Kaiserreichs am Beginn des 20. Jahrhunderts sowie der ersten Jahre der Weimarer Republik. So die Aussage auf der mit einem QR-Code versehenen Tafel am Grab. Sein Todestag war vor 100 Jahren. Weil Karl von Müller schon eine wichtige Person auch in der Marinegeschichte ist. Er ist keine Person, die staatliches Andenken erfährt, aber sie ist eine Person, die in Blankenburg und im Braunschweiger Land gewirkt hat. War Kapitän der Emden und die Geschichte der Emden, die geht ja bis in die heutige Zeit, bis in die Zeit der heutigen Bundesmarine, jetzt mit dem Schiff, das am 4. Mai getauft werden soll. Und darum ist es auch ein Stück der Gegenwartsgeschichte. Und ich glaube, auch mit kritischem Blick, dass man auch derer erinnern muss, die hier in Blankenburg auf einer Emden in der Welt gesegelt und gefahren sind, gedenkt. Und durchaus auch diesen kritischen Blick nutzt. Was war es für eine Zeit? In welcher Zeit haben die Menschen gelebt? Und was können wir für Lehren aus dieser Zeit ziehen? Und darum ist es heute ein ganz wichtiger Tag. Und darum haben wir auch Familienmitglieder begrüßt. Am 16. Juni 1873 wurde Karl von Müller in Hannover geboren. Er schlug eine militärische Laufbahn bei der Marine ein und erhielt 1913 das Kommando über den kleinen Kreuzer SMS Emden. Während des Ersten Weltkriegs führte Deutschland auch Handelskrieg gegen alliierte Schiffe und die Emden versenkte zahlreiche von ihnen im Indischen Ozean. Den betroffenen Besatzungen gab Karl von Müller, wie die Quellen berichten, vorher Zeit zur Rettung, was ihm den Namen Gentleman of War einbrachte. Dann wurde 1914 auch die Emden kampfunfähig geschossen und Karl von Müller und weitere Besatzungsmitglieder kamen in britische Gefangenschaft. Als von Müller 1918 nach Deutschland zurückkehrte, wurde er als Kriegsheld gefeiert. 1919 zog er nach Blankenburg in die Kreuzstraße und wurde in den Braunschweigischen Landtag gewählt. Am 11. März 1923 verstarb der 50-Jährige. Noch heute wird der Name Emden als Erinnerung an Marineeinheiten verliehen. Ein Vertreter der Vereinigung aller aktuellen und ehemaligen Besatzungsangehörigen, die auf einer Emden gefahren sind, nimmt an der diesjährigen Kranzniederlegung teil. Das ist Vereinigung aller, die auf einer Emden gefahren sind. Leider sind die Emden 3 Leute so langsam alle verstorben, Emden 4, Emden 5. Es ist der Name Emden, wofür wir einstehen. Emden ist ein Lebensgefühl in dem Sinne geworden, dass man auf seine Kameraden achten. Man sagt teilweise auch schon, er ist Emden. Das heißt, man geht anders miteinander um, als man das auf anderen Schiffen zum Beispiel schon mitbekommen hat. Das Leben und Wirken von Karl Müller wurde in mehreren Büchern und Filmen dargestellt. Mit einer feierlichen Kranzniederlegung wird am 11. März 2023 an seinen Tod vor 100 Jahren gedacht. An der Zeremonie nimmt auch seine Enkelin teil. Ich bin die Enkeltochter von Karl von Müller. Er hatte zwei Töchter und die eine Tochter ist meine Mutter. So kommen wir zusammen. Und meine Großmutter hat ja bis 1967 hier in Blankenburg gewohnt, bis sie
auch zu uns nach Braunschweig gezogen ist. Und da ist sie bis 1976 dann gewesen, bis sie dort verstarb. Aber sie ist auch hier mit beerdigt und wir haben hier ein großes Familiengrab. Welche Erinnerungen wurden Ihnen übermittelt? Es war eine Selbstverständlichkeit für uns, dass er existierte. Das erste Mal, dass ich die Bewunderung für ihn sah, habe ich in Emden erlebt, bei der Kaserne mal. Da war eine Veranstaltung und hinterher war groß Bewunderung für ihn. Und da ist mir das erstmal zum Bewusstsein gekommen, was für ein besonderer Mensch er war. Für uns war es immer eine Selbstverständlichkeit. 2023 ist nicht nur der 100. Todestag von Karl von Müller, sondern am 16. Juni jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal.